Also Schwester Biene meldet sich dann hiermit offiziell zum Dienst. Willkommen zu Beside Myself. Wir sind in einem verlassenen Krankenhaus unterwegs. Das ist mein Puls, ihr wisst Bescheid. Wir gucken einfach mal, was man hier so von uns möchte, nicht? Wir wurden hier zum Dienst gerufen und jetzt schauen wir mal, was ansteht. Ich bin bereit. New Game. Ist heute mein erster Tag als Krankenschwester. Oh, sieht doch nett aus. Ach. Ja, mach ich erstmal ein bisschen Papierkram hier, oder? Habe ich gerade was gedruckt? Michael, ich bin schon heimgegangen, vermutlich. Ich bin morgen wieder da. Check deine E-Mails. Soweit ich es verstanden habe, ist da etwas ganz Interessantes und Wichtiges. Konnte ich das mitnehmen? Oh, Schlüssel? Ah, ein Autoschlüssel. Ganz schön aufgeräumt hier. Die Enzyklopädie? Der Natural Industrada. Der Kaffee. Ist das der Drucker? Ein Schuss Fett. Okay. Bing. Oh nein. Oh nein, ich soll sie nehmen? Eine Kamera mit selbst entwickelndem Film. Oh Gott, und ein Feuerzeug, ja. Wir werden schon ausgestattet, Freunde. Es ist 20.02 Uhr. Habe ich jetzt die E-Mail ausgedruckt? Wie unnötig. Aber gut, ich hätte es ja auch am Computer lesen können. Hi Michael, du erinnerst dich bestimmt nicht an mich. Darum will ich gar nicht so ins Detail gehen und erkläre dir, wer ich bin. Ich will dir über einen Ort erzählen, wo wir eines Tages nach der Kriegszeit neue Drogen getestet wurden. Alle Informationen von diesem Ort sind immer noch geheim, aber da sind immer noch ein paar, ihr wisst schon, sass. Du musst dort hingehen und das hier sind die Koordinaten. Find raus, was dort passiert ist. Das ist ein tolles Material, um einen sensationellen Report zu schreiben. Viel Glück. Ach, wir sind noch gar nicht in einem Krankenhaus. Wir wollen was schreiben. Egal, ich bin schon mal richtig gekleidet. Du musst erst die wichtigen Dinge einsammeln, bevor du gehen kannst. Nochmal eine Kamera. Ja, und wie gehe ich? Hätte ich vielleicht... Willst du den Laptop nicht mitnehmen oder einen Stift? Ich hoffe, ich habe jetzt alles. Also ich würd ja die Teekanne noch mitnehmen. Aber ich habe immer noch nicht. Das hier sieht noch wichtig aus. Ich habe doch gerade eben schon... Ist das ein Film oder was dann? To make records. Also um was zu filmen. Ich habe zwei Kameras jetzt eingesteckt. Ein Diary, also ein Tagebuch. Die Autoschlüssel unsere Aufgabe. Ach Gott, hier liegt noch ein Schlüssel. Ach so, ja, der Office-Schlüssel. Wir müssen hier ja auch absperren. Verstehe schon. Völlig verantwortungslos hier von mir. Warum ist dein Puls so hoch, wenn ich Angst habe? Ah. Das ist offensichtlich unser Rucksack. Ich habe meinen Kram jetzt hier verteilt, damit ich ihn wieder aufsammeln kann. Geht mir das aus, das Leiter? Ja. Also das seht ihr nicht. Da ist quasi die Gasanzeige. Könnte eng werden. Bah.
kann jumpen? Okay, that's funny. Das konnten wir vorher nicht. Also es ist irgendwie so ein Nachkriegskrankenhaus, hieß es. Was machen wir denn da? Was? Find the handle to... Such den Griff, damit du den Aufzug rufen kannst. Was hat er denn dann jetzt... Was hat er denn da jetzt gemacht? Hä? Er stand... Hab ihn. Stand er jetzt einfach im Dunkeln vor dem... Vor dem Elevator und hat geröchelt oder was? Ja, klang wie Steine auf dem Boden, ja. Na gut. Der ist im Arsch, glaube ich. Oh nein, jetzt ist das Licht aus. Ah, war ja gar nicht laut. Nein, jetzt ist das Licht aus. Schon okay, ich würde dann jetzt auch wieder gehen. Was ist das? Jemand hat's kaputt gemacht. Looks like we need to find fuse. Es sieht so aus, als müssten wir Sicherungen finden, oder? Ja, aber ist es keine? Fragt er sich nicht, was zur Hölle, warum? War schön, schauen so. Hä? Okay. Dann suche ich halt jetzt Sicherungen. Also offensichtlich ist ja diese Wand hier so eine Art Wunschkonzert. Da ist auch keine Sicherung drin. Wo soll denn in diesem... Hä, jetzt ist es offen? Okay. Dann gehe ich wieder zurück. Die sind durchge... Ist da jetzt eine Sicherung? Oh, nice. Da schmeißt jemand mit den Dingern. Hast du noch eine? Jetzt muss er das aufmachen. Ich kann es aufmachen. Ah. Das kann ich auch nicht. Nein. Hab sie. Da ist jemand nett und schmeißt mit Ziegelsteinen nach uns. Da sind die Sicherungen drin. Okay. Dim, dim, dim. Ach was, hätte ich's doch ge... Oh, Schock, ey. Das dachte ich schon, da spricht schon einer mit mir. Ich hätte sie ja auch gleich mitgenommen. Aber nein. Das ist natürlich jetzt schön schlau. Jetzt geht auch der Strom wieder. Mei, wenn sie mich nicht hätten. Noch was in der Wünsch-dir-was-Wand? Oh, toll. Ja,
Nee, wir sind im ersten Stock. Block A. Oder so. Oh, in die Mental Klinik würde ich gerne. Kann ich da runter? Okay, ich kann hier nichts klicken. Sind das Stufen? Sie ist einfach gesprungen. Niemals, Leute, würde ich wo runterspringen, wenn ich nicht sicher sein kann, dass ich wieder hochkomme. Oh, Leichenhalle. Ja, das kennen wir. Wir kennen das. Leichenhalle kennen wir. Wer mich gesehen hat bei... Ne? Mortuary Assistant. Ich bin Profi. Auf diesem Gebiet. Direkter Weg in die Hölle. Zuerst mal wäre ein Strom gut, damit die Pumpen funktionieren. Ich sehe nichts. Okay, jemand hat was kaputt gemacht. Die Kunden sind ungeduldig. Professor Dr. Medbene, ja. Die Kunden sind ungeduldig. Notiz. Das Auftreten des Kreuzes bedeutet, dass ein Ort eine mysteriöse Kraft trägt und fotografiert werden muss. Habe ich schon meine Kamera dabei? Hä? Ich hatte doch meine Dings aufgehoben. Ja, jetzt wäre es zu spät, oder? Die Kunden in der Leichenhalle, genau. Die kennen mich schon. Order. Ich bestelle all diejenigen, die durch Gewalt, durch feindliche Soldaten ins Krankenhaus gebracht wurde, für eine psychiatrische Behandlung, klinische Versuche der neuen Generation, psychedelische Drogen an 1000 Patienten, verschiedenes Geschlechts, Alter und mentaler Krankheit. Ich bitte Sie, diese Tests zu beenden, also bis Ende 1998. Ein Fotoalbum. Ich würde es nicht mögen, auf einem dieser Fotos zu sein. Ich bin auf diesem Foto? I would not like to be the one in this picture. Ich würde es nicht wollen, dieserjenige auf dem Foto zu sein, aber wahrscheinlich sind wir es dann. Sind wir? Ich habe keine Beine, also kann ich schon mal nicht mit Sicherheit sagen, ob ich das bin. Ich habe folgendes Problem, Leute. Ich hätte schwören können, dass wir vorhin unsere Sofortbildkamera eingepackt haben. Das scheint nicht der Fall zu sein. Ich soll aber ja Sachen... Wenn ein Kreuz wo auftaucht, soll ich sie fotografieren? Ich habe aber jetzt kein Foto. Naja. Das ist sehr... Es ist zu... Oh, der geht auf. Oh, Gas. Einpacken. Dann schauen wir mal, was hier so... Wer oder was uns hier so helfen kann. Ich habe heute leider kein Foto für dich. Genau. Das flackert aber böse. Nicht so Epileptiker. Ja, das... Wurde schon gesagt, dass es, fotosensitiv ist. Mensch, hier wohnt ja gar keiner. Ich bin zu klein, um da hochzugucken. Was war das jetzt? Die Droge, die mit der behandelt wurde. Also ich würde ja gerne, ich könnte jetzt irgendwo Strom machen, aber ich finde, habe ja sonst nichts. Achso, hier vielleicht. Duschen?
Jetzt ist es gefühlt doch dunkler. Oh, jetzt ist das hier aufgegangen. Lass mich wissen, wenn ich was Mystik übersetze. Und ein Schlüssel! Die alte war aber schlecht drauf. Okay, it's getting serious. Das wäre jetzt ein guter Grund zu gehen. Was ist denn das eigentlich? Naja. Jetzt habe ich hier einen Stromknopf. Den hatte ich vorher nicht. Ding dong. Fahren wir doch noch ein Stückchen. Ja, das habe ich schon gefunden. Nice. Jetzt haben wir Licht. Tolles Licht. Also Leute. Leute, es tut mir leid. Flackerndes Licht. I can nothing dafür. Nicht an den Leichen knabbern. Aber echt, ey. Hä, soll ich jetzt einfach nur immer gucken, ob da jetzt was Neues offen ist? Mann! Hat auch keinen Mehrwert, oder? Die Sicherung ist nicht richtig. Ja, aber lässt sich nichts dran ändern. Ist so. Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Ja, ich weiß, dass ich was fotografieren müsste. Ich habe keinen Fotoapparat dabei, Mann. Den habe ich oben liegen lassen, aber ich kann ja nicht mehr zurückgehen. Exit, please. Sollen wir nochmal duschen? Toll, jetzt geht auch die Dusche nicht mehr. Ah, jetzt ist ein... Schau mal, jetzt ist das Kreuz da. Das ist ja schön, aber ich habe halt keinen Fotoapparat bei mir. Seh wie Kamera. Erfahrene Gamerin. Komm, jetzt einmal die halbe Tastatur durchgeknallt. Ein unentwickeltes Foto. Sowas, ja, sowas mussten wir bei Summer 58, glaube ich, auch machen. Das war schon damals ein Problem. Jetzt ist es entwickelt. Ein Foto für meine Erinnerung. Auch schön. Wie ist ein Licht aufgegangen? Yeah. Also hier war wohl mal eine Kinderabteilung, kann es sein? Okay, mir würde es jetzt reichen. Ich würde jetzt gehen. Oh weh. Wasch das mal ab. Nee. Da drin hat es doch gewispert, oder? Oh. Oh no! Oh no!
Nein! Nein! Raus! Raus! Oh nein! Der Aufzug bringt mich um! Nein! Was soll ich tun? Was soll ich tun? Kriech! Dreh's ab! Tu was! Tu was! Dreh's ab! Okay, okay, wir sterben einfach. Wow! Oh. Jetzt ist es bewohnt hier. Ganz schön voll hier. Oh weh. Ja. Okay. Jemand will, dass ich ein Foto mache? That needs to shake it. Ein Foto für meine Erinnerungen. Okay, dieses Bild hat ja mal gar nichts gebracht. Schau mal, der ist noch nicht rausgeholt. The ring like, ja, voll. Blöde Kuh! Bleib da, wo du bist! Was ist mit der... Ist das ein Kind? Nein! Nein! Alter! Ist das ihre Stimme? Ach man. Vielleicht ist es auch nur ihre Stimme. Schnauzen! Vielleicht hat sie einfach nur eine übelst kindliche Stimme. Die sah mir nämlich nicht mehr so jung aus. Ui. Ja, so Psychobilder. Also so. Ach nee, es ist von einem Kind gemalt. Ein Flugzeug. Ich dachte, das wäre so ein. So, kennt ihr diese Bilder, wo die Farben zusammengebappt sind und wieder aufgemacht und dann sollst du irgendwas drin erkennen? Ja, Mann! Fotos. Ich kann gerade nicht, muss hier looten. Ist nichts mehr da. Schön, Schädelaufnahmen hier. Es ist 20 nach 9. Die Uhr stimmt auch noch. Oh. Mano. Und Zettel. Dr. Richards Entry, also Eingang, Eintritt. Heute haben Sie Braun und Kinder gebracht. Sie haben mentale Krankheiten, Halluzinationen, Realitätsverlust. Sie zwangen mich, Ihnen extreme Maßnahmen, eine neue Methode. Nee, die Drogen haben Ihre Kondition verschlechtert. Das sind neue Drogen und Sie haben den klinischen Studien noch nicht bestanden. Nur Gott weiß, was Sie überleben werden. Also diese neue Art, diese Drogen da, fand ich der Arzt wohl auch nicht so geil. Hat er sich auch gedacht, es ist nicht so jod. Ich glaube eher, dass mit den Drugs Medikamente gemeint sind. Ja, stimmt. Eine neue Art, aber es sind quasi Medikamente, die klinischen Studien noch nicht vollzogen haben oder die noch nicht durchgeführt sind. Händel. Alter, pst. Ich guck doch nur in die Schränke. Was hier los? Wow. Okay, da sehen wir den Stuhl. Leute, wollt ihr ein bisschen üben? Habt ihr Bock? Ich wär soweit. Ich hab alles dabei. Die sollten Angst vor mir haben.
Lassen Sie mich mal zusammensetzen. Warum so kopflos? Ja, warum so kopflos, mein Freund? Mann, ich durfte niemanden aufschneiden. Jetzt ist das Bild weg. Oh, Kreuz, warte. Foto. It looks like you need to arrange the pictures in their place. Es sieht so aus, als ob du die Fotos in ihre, an ihren Platz bringen müsstest. Mann! So. Die Fotos an den jeweiligen Platz. Okay. Kann grad nicht, ich hab die Hände voll. Ja? Hä? Achso, ich muss jetzt ein Foto machen, anstatt dass ich es einfach ausprobiere. Ja, da kommt es jetzt vom Gang hin. Achso, ich muss es erst fertig entwickeln. Shake it, shake it. Shake it like a ball or a bitch. Nehmen wir jetzt das. Hä, lässt er mich nicht aufheben? Ist es dann das? Ja, auch recht. Quatsch. Fertig! Das lässt er mich nicht aufheben. Ist da jetzt ein Kreuz? Nee. Oh. Ja, aber warum muss ich denn alles fotografieren? Ich hab's begriffen. Check it. Völlig überbelichtet. Ja. Egal, ist das dahin. Ultra schlechtes Fotoqualität. So, und jetzt lass mich raten. Lass mich raten, das letzte kommt dahin, aber ich kann es nicht aufheben und selbst herausfinden. Jetzt ist auch noch mein Film alle. Warte. Use. Oh, das war ein Zehnerpack. Richtig Gönnung hier. Ups, oh, ups. Huch, Entschuldigung. Leicht randalierend hier. So, fertig. Hat er jetzt was notiert? Hä, er hat doch gerade was geschrieben, oder? Ihr habt doch gehört, oder? Oh, der Stuhl ist weg. War die Tür vorher... Hallo? Ja, bitte? Herein? Hier ist alles zu. Oh, jetzt ist hier offen. Alter! Wie viele sind das? Nein! Help me! Okay. Diese Blonde da ist ganz schön, pisst. Da oben sitzt die? Nee, das ist eine Lampe. Und unten liegen die, oder? Das ist ja auch ein schickes Bild. Wie uncool ist er? Ah, hello there. Ach, komm schon. Ein Foto für meine Memories.
Na. Oh nee, ey. Also ich muss sagen, man ist wirklich netterweise sehr gut ausgestattet mit Feuerzeug, Licht, Gas und so. Wir brauchen... was? Wir wissen, was du brauchst, Michael. Das sind wir! Nicht umdrehen! Das sind wir! Jemand fotografiert uns von hinten dauernd! Ich schätze, dass wir Michael sind. Ach so, fotografieren. Da ist wieder die Tür, aus der wir vorhin rausgekommen sind. Da macht ihr mal die ganzen Bilder von uns. Ich wäre sowas von raus. Ich wäre sowas von raus. Vor allem, wie entwickelt er sie so schnell und packt sie dahin? Und ich tue hier mit einer Sofortbildkamera rum. Der Geist ist besser technisch ausgestattet wie wir. Warum? Bitte was? Hi. Hi, dudes. Oh nein, es wird wirklich schlimm jetzt. Absolut. Nicht nötig. Ey, hat uns ja gerade wieder rausgekatapultiert. Arschloch. Dann. So. So, Schluss mit die Faxen jetzt hier, Leute. Ich hätte gern dieses Psychogetränk. So, wer von Ihnen möchte mir hier auf den Sack gehen? Ich hätte dann mal die Schnauze voll. Sounds like some kind of... Es hört sich an wie eine... wie ein Rätsel. Es hört sich an wie ein Rätsel. Pulsmesser funktioniert, ja. Der davor war schlimmer. Ja, aber so kurz aufeinander, gell? Open heißt... Ach so, hier haben wir 6, 9 und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Verstanden. Die Frage ist nur, das ist dann wahrscheinlich auf. Auf zu, oder? Auf. Zu auf. Zu. Psst. So, und jetzt auf. 2, 1, 4. Nein. Warum man Rätsel hören kann, das weiß ich auch nicht so genau. Habt ihr das gesehen? Er ist da rausgekrabbelt. Aber es ist jetzt offen, oder? Was ist eigentlich offen? Der Aufzug? Okay. Fertig.
Wir können... Wie mache ich den eigentlich an? Fahren. Ach so. Kein Sprachsteuerungsaufzug. Danke. Ups. Nein. Verdammt. Ich war es nicht. Ich schwör. Draußen schlechtes Wetter. Achso, ich könnte ja auch mal gucken, ob es aufgeht. Safe Game. Okay. Ich fahre nie wieder Fahrstuhl. Ich hasse Fahrstuhlfahren sowieso. Mäuse gibt's hier auch noch. Ah, allows you to start electricity. Okay, eigentlich wäre ich jetzt erschlagen worden. Aber ist durch uns durchgeglitscht. Das Game ist schon echt eklig. Ja, ziemlich gut gemacht, gell? Und guck mal, jemand filmt, fotografiert uns hier die ganze Zeit, wie wir da so rumstehen. Was total nicht wir sein können, weil wir haben die ganze Zeit ein Feuerzeug rechts in der Hand. Also beruhigt euch, es sind nicht wir. Was ist hier los? Du musst wie in der die Videokamera anschalten, damit du was verstehst. Und dann irgendwas, was ich wieder nicht... schnell genug gelesen habe. Mist. Ich habe es nicht schnell genug gelesen. Habt ihr es gelesen, was da unten stand? Ich brauche die Videokamera. Aber ich krieg sie nicht, Switch. Nee, das ist zum... Ach, Freunde, warum macht es mir so schwer? Und V ist es nicht. Du musst den Platz finden, wo du zwei Videokameras platzieren kannst. Dankeschön. Wie wär's damit? So wie bei Phasmo? Nee. Kann das nicht hier draufstellen? Nö. Ich muss hier irgendwo hinstellen. Vielleicht da. Da, wo Strom ist. Okidoki, eh klar. Ein paar Vitamine? Nein? Schade. Spritzen. Kein Loot für uns. Brände. Schade. Mach's auf. Ja. Ich habe einen Hebel gefunden. Was ist das? Hä? Wer hat denn jetzt hier eine Kerze angezündet?
Ist das unsere Kamera? Ich mach mal ein Foto. Hä? Telefon? Ja, dachte ich auch. Okay. Okay, da haben sie wen abgeschlachtet. Ich sehe aber nicht womit. Ich weiß nicht, warum ich das nicht aufmachen kann. Freunde! Immer mit der Ruhe. Da vorne kann ich meine zweite Kamera platzieren. Ja. Tada! Bibel die Beb. Dann gehe ich jetzt mal gucken. Hui. Aua! Jetzt schmeißen. Habe ich mich verlaufen? Nee, da war doch gerade eben noch der Raum, oder? Ich glaube, die wollen uns hier nicht. Habt ihr nicht auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, als wären wir hier nicht so ganz willkommen? Hui. Ich hab's ja eigentlich gewusst. Man sieht uns immer nur so random wo rumstehen. Dass wir eigentlich die ganze Zeit mit dem Feuerzeug uns hier umgucken und voll einscheißen. Das wird dem Foto irgendwie gar nicht so gerecht. Die schlimmsten, die man eh erwartet, das stimmt. Da, I have a handle. Oh, jetzt sind wir bei den Duschen. Achtung, nackte Geister. Achtung, Warning, Naked Ghosts. Ups. Ich war's nicht. Ich schwöre, ich war's nicht. Ich will hier niemanden bei seinem Geschäft stören. Hier, da steht noch das Wasser drin. Erstmal rein. Hier ist auch noch was. Was macht denn dieses Becken hier in der Dusche? Das ist doch so ein Leichenbecken, oder? Ich kenne das. Maybe you should try to move this thing. Was? Ich soll. Was? Ja, klar. Wusste ich. Als ob wir nur rumstehen, wir sind voll aktiv. Ja, finde ich auch. Kräftiger. Also ich habe jetzt einen Schlüssel. Ich muss gut gefrühstückt haben. Fürs Labor. Muss mal mein Feuerzeug auffüllen. Laborschlüssel. Ich glaube, du solltest vorsichtig die Bilder an den Wänden anschauen. Thank you.
immer hoffnungslos überbelichtet, die Bilder. Das ist wieder irgendein Aufzug. Aua. Hey, jetzt werden sie handgreiflich. Gut. Was zur Teufel ist hier los? Wir müssen die Kameras mitnehmen und hier weg. Nee, ich will nicht zum Tanzen schauen. Hi. Wo ist meine zweite Kamera? Hab ich nicht hin? Die hängt da neben der Tür. Habe ich es gerade übersehen, oder? Die hängt da neben der Tür. Ah, Gott, gut, dass du es sagst. Ja, habe ich übersehen. Oh. Da ist jetzt eine Tür. Willst du auch den Offensichtlich habe ich den Schlüssel verwendet. Ah! Hört halt auf! Es gab auch eine Tür. Warum das? Safe Game. Das ist ein geiles Spinnennetz. Vulkanmodus. Die Vulkanspinne. Nur die Vulkanspinne macht solche Neste. Netze. Also sie statten einen schon ordentlich aus. Also falls jemand aus Versehen zu viele Falschbilder schießt. Ich kann nicht mal Phasma alleine spielen, ich würde da halt literally in der Ecke stehen und weinen. Fühl ich. Mary hat das gemalt. 1989. Wunderschön. Hier haben wir einen Strom. Es müsste eine Seite von Dr. Richards Diary irgendwo rumliegen. Dr. Richards Tagebuch. Wir brauchen eine Seite von Dr. Richards Tagebuch. Hier. Ah, nee, es war ein Foto. Richard. Schick mir ein Foto. Ja. Ich dachte, ich bin schlau und hüpf da hoch. Entschuldigung, dann halt nicht. Entschuldigung! Hab sie. Heute haben sie eine Familie mit zwei Kindern, Michael ein Jahr alt und Mary 5 Jahre alt, gebracht. Ich wollte keine neue Version von dem Medikament probieren. Sie zu verletzen und sie leiden zu sehen. Also wollte er nicht. Alle, die bis jetzt gestorben sind in diesen Wänden, kommen zu mir und sprechen. Sie wollen irgendwas sagen, aber ich verstehe es. Nicht, ob es ein Traum ist oder nicht. Die Stimmen sind real. Dieser Ort hat eine ganz schreckliche Energie. Es fühlt sich an wie die Energie von etwas Lebendem. Was kann ich also tun, um diese Kinder wenigstens zu retten? Ui, das ist eine 1, oder? Eine 1? Lässt du das an, Freund?
Ich weiß nicht, warum er das jetzt gesagt hat, weil also hier an der Tür stehend mit dem Tagebuch. Aber jetzt habe ich das Tagebuch. Mit einer blauen Eins oder so. Hui. Also zurück kann ich auch nicht mehr. Dann? Mensch, wie viele Bilder... Du solltest ein paar Kameras aufstellen, um herauszufinden, was hier los ist. Ja, wo denn? Ui. Ah ja, jetzt plötzlich ist so ein Kamerading da. Wo war das vorher auch schon da? Billididit, billididit. Und hier... Ich hab nur zwei. Und wo kriege ich das jetzt zu sehen? I think now it's time to take a photo. Ja, von was? Was schreibt er denn da immer? Achso, find a sign and take a photo. Achso, finde das. Wir suchen ein Kreuz, damit wir ein Foto machen können. Da fallen mir vor Schreck die Chips aus der Hand. Beat nerd. Festhalten. Chips ist die importante. Schön, dass du da bist. Hui. Ich suche noch ein Foto. Place. Fotos. Ach Gott. Schwer zu sehen. Och, da sitzt er ja. Ein bestimmtes Ritual. Er meint was von einem Ritual. Jetzt wird's auch noch... Ja, spirituell. Was? Das ist ja wohl eindeutig ein Kreuz. Soll ich mich hier reinstellen? Was ist denn das? Ach so. Okay, ich muss offensichtlich vier Gegenstände finden und die da reinpacken. Kerzchen. Ja, Ruhe da. Ich muss erben. Ah, okay. Ich will nicht gestört werden, wenn ich mein Ritual aufbaue. Wo habt ihr die Kerzen versteckt, hä? Wo habt ihr die Kerzen versteckt? Die Kerzen. Komm schon, so viele Orte kannst du hier nicht geben. Ja? Wie ich halt immer nur eins tragen kann. Hui. So. Ah, da hinten. Das war zu offensichtlich. So. Jetzt brauche ich noch Kerzen. Ah, da lag auch eine Kerze. Okay, zwei Kerzen to go, Freunde, zwei Kerzen to go. Und ich bin mir sicher, sie glauben, ich mache hier als Opfer. So viele Fotos hier, der Endgegner ist bestimmt Heidi Klum. Das war doch die Blonde, oder? Ich hab nichts gesehen. Kerze, Kerze, Kerze. Kerze, Kerze, Kerze. Ah, im Schrank. Eine noch. Eine letzte Kerze. Die räumen die mir doch jetzt erst hin. Erzähl doch nicht, die verarschen mich doch. Da, schau, da war doch vorher nichts. Schluss jetzt. Ich zieh's durch, ich schwör. Ich habe ein Zippo und nichts mehr zu verlieren. Fertig. Ich stelle mich mal in die Mitte, ja? Nein? Soll ich jetzt ein Foto machen vielleicht? Ach, guck, da ist er.
Kann ich den da reinschieben? Kann ich ihn als Opfer einfach reinschieben? Der sieht noch frisch aus. Waren die nicht schon an, als ich sie hingestellt habe? Oh. Wir können dann... Manu! Meine Kameras lasse ich einfach da? Ja, was soll's, oder? Das heißt jetzt, du solltest hier rausgehen. Aber der Aufzug geht nicht. Was? Es ist doch alles zu, Leute! Achso. Hi. Hi. Ups. Oh, ups. Entschuldigung. Habe ich auch so nicht gewollt, aber... Oh ja, und jetzt dreh's. Nach dem Nehmen. Deswegen schon gut gesetzt, die Jumpscares. Ja, finde ich auch. Hä? Jetzt habe ich hier keins mehr. Oh, das ist natürlich ungünstig. Muss ich das von vorne jetzt wieder mitnehmen? Ja, genau. Okay. Hier, Strom. Ich hab da eine. Ich weiß doch nicht genau, warum. Oh. Hey, geh. Ja, okay, Mann, dann halt nicht. Ah. Und wenn ich es jetzt... Soll ich es jetzt gleich wieder mitnehmen, oder? Nee. Nimm es wieder mit. Ja, okay, ich brauch's offensichtlich nicht mehr. Das Schlimmste ist die Musik und die Geräusche. Ja, genau. Aber gut gemacht. So, nicht fallen. Wir sind im Glow. Läuft auch nichts Gescheites. Okay. Also wir haben jetzt schon 1 und 8. Die zweite Seite von Dr. Richards Tagebuch. Diese Stimmen sind überall und um mich rum. Sie lassen mich nicht schlafen, sie jagen mich, versuchen mir ihren Willen aufzuzwängen. Ich weiß nicht, wie lange ich mir das antun kann.
Das ist hier. Inzwischen ist es witzig, weil wir uns erwartet haben. Warum ist er so auf alle Viere auf uns zugeflogen? So. Alles zu. Da, hä? Das sind doch wir. Haben wir uns gerade selbst von hinten gesehen? Das ist, auszuhalten. Autschi. So. Mal wieder ein paar Leichen. Ein Fotofilm. Mehr ist hier nicht. Auch nichts zum Fotografieren. Okay. Das ist kein guter Radiosender, ja, finde ich auch. Schlechter Empfang hier im Krankenhaus. Ist die Kloschüssel nicht ganz rauf. Das ist der wahre Horror. Warum sollte diese Uhr klingeln können? Jetzt komme ich nicht mehr raus. Okay, es erwischt mich trotzdem immer noch. Der blöde Nackte. Ich glaube, wir halluzinieren jetzt. Stimmt nicht mal die Uhrzeit überein. Nicht mehr. Hallo, ich würde hier gerne raus. Warte, kann ich das auch machen? Ich habe meine Kameras drin gelassen, oder? Nein, jetzt, Mann! Schluss! Okay, das ist ein ultra fettes Schloss. Wie dunkel ist es? Ich muss die Elektrizität andrehen. Warum? Es ist ihm zu dunkel. Er hätte gern Strom. Ich dachte, wir wollen hier abhauen. Ich dachte, wir wollen gehen, also scheiß doch jetzt auf Strom. Abfahrt, hätte ich gesagt. Oh, hier ist Strom.
Wir brauchen erst die Box, die Electricity-Box. Einer der hellsten Räume und er will Strom. Ja, gell? Aber gut. Nix da. Ich muss zum Strom. Oh. Okay. Wir müssen den Sicherungskasten finden. Kann ja dann nur in dem Raum sein. Oder? Kann ja nicht so weit weg sein, wenn ich nicht mehr raus und rein und... Ach, da hinten. Gefunden. Hab ihn. Auf. Tu ihn da rein. So. Jetzt machen wir Strom an. Es ist ihm ja wichtig, dass er hier besser sieht, damit er operieren kann. Das ist sehr viel besser. Soweit ich verstanden habe, sollte es die letzte, sollte das die letzte Seite von Richards Tagebuch sein. Ah, da unten. Ich sehe sie. Ich sehe sie. Zehn. 1810. Am Anfang von, war das Ziel von all, von dieser Institution war gut, aber nachdem sie das neue Medikament begonnen haben zu testen, sind tausend von Leuten qualvoll daran gestorben. Nach einer Zeit ist dieses Gebäude in Qual und Schmerz von menschlichem Fleisch untergegangen und kann nicht länger ohne es existieren. Ich habe es trotzdem geschafft, Michael aus diesem verdammten Ort rauszuholen, durch den Keller. Ich hoffe, sie werden ihn finden und wird eine neue Familie gründen. Er ist immer noch klein und er will sich nicht mal mehr daran erinnern, was für ein Horror seine Eltern erleben mussten, während er hier war. Und nach diesem Akt kann ich nicht mehr länger leben. Wofür habe ich den ganzen Strom gemacht, bitte? Ich da Sicherungskasten, Sicherung rein, Sicherung anmachen. Dafür, dass jetzt die Dings da zerschossen hat. Freunde, das ist nicht lustig. Also wir müssen in den Keller, da geht's offensichtlich raus. Ach, laut. Ich will eigentlich hier nicht mehr durch, aber okay. Hui. Nein, Mann. Nein! Mist. Ich habe keinen Schlüssel für dieses überdimensionale Schloss. Ja, ich weiß. 1810. Hä? Ja, mir fehlt der Schlüssel noch. Das hat man nicht gehört. Besser so.
on. Nehmen wir den. Letzte Chance. Vorbei. Die war es wohl nicht. Schau uns an! Ich will... Aber weiße Sneaker. Wir sehen echt unbeeindruckt aus von dem Ganzen. Will ich überhaupt? Niemand hat Michael jemals wieder gesehen, aber nach einer Weile hat ein Kollege ein Statement ausgefüllt. Wir wurden nie mehr wieder gefunden. Wir waren da unten eingesperrt. Waren wir dieses Kind? Wahrscheinlich, oder? Aber das war Beside Myself. Nicht schlecht. Ganz klar, die Jumpscares sind richtig gut gesetzt. Der Sound und die Atmosphäre ist richtig gut. Die Rätsel sind gut zu lösen und man kommt dadurch gut durchs Spiel und die Story ist oder bildet sich gut.